So, jetzt sind wir hier den Schwein, der ehemaligen Schlachtzeug. Wir sitzen hier im Hintergrund. Da die Laura und in ihrem Cake haben wir jetzt zwei neue Bewohner dazu. Und zwar sind das die zwei ehemaligen Schlachtwächter, die hier sind. Jo, Laura. Und alles, was natürlich neu basiert im Cake, das interessiert sie, weil das sind sehr, sehr neugierige Tiere. Und darum wollen sie jetzt mal schauen, wer hier dazukommt. Das ist der Oswald, der Weisse. Und genau. Hinten da ist der Michael. Das sind die zwei gegeteten Schlachtgüttel, die wir auch schon ein bisschen länger haben. Die haben aber auch müssen in der Quarantäne sein bis jetzt. Beziehungsweise wir haben auch einen neuen Stall heute Morgen gebaut. Danke auch hier an den freiwilligen Helfer, der Patrick, der den gebaut hat. Das ist dann der Bereich, wo sie werden schlafen. Hinten haben sie einen separaten Eingang, wo sie rein können, ohne dass sie hier gestört werden. Von der Soi und innen haben sie dann noch nicht eingestreut, aber innen haben sie dann die verschiedenen Bereiche, wo sie schlafen können. Hier oben gibt es ein Nest und da unten. Und vielleicht gibt es dann irgendwann sogar noch Hühner dazu, wenn sie sich vertragen. Bei den Gückeln ist es so, dass sie natürlich ohne Hennen sind sie ruhiger miteinander. Und sobald weibliche Hühner dabei sind, kann sein, dass es das Problem gibt. Aber jetzt haben wir die zwei nicht länger warten lassen. Und ich gehe gerade mal raus. So. Vieles ist jetzt natürlich neu für sie, weil sie sind vorher auch in Gefangenschaft bei ihrem Vorbesitzer und dann irgendwann dann viele wegen Lärm oder aus anderen Gründen, auch weil sie je nachdem aufeinander losgehen, die Hähne schlachten. Das war auch hier der Fall gewesen. Und dann sind wir auf den Plan gekommen. Wir schauen natürlich dann, dass wir die Tiere irgendwo runterkriegen können, wo sie es angerecht haben. Und das ist jetzt eben hier so im Krieg der Fall. Jetzt müssen wir schauen, wie sie sich hier einleben.